Auf der Urologie muss Mike Arendt heute seinen detektivischen Spürsinn unter Beweis stellen. Denn seine nächste Patientin scheint etwas zu verheimlichen. Schreib ich hier? Ja. Hallo. Okay. Tina, holst du meinen Rollstuhl bitte? Guten Tag. Das, wo ich eine Notaufnahme rufen würde, ne? Stark Bauchschmerzen. Wir brauchen einen Rollstuhl. Tina holt schon. Danke schön, Tina. Ganz ruhig. So. Am besten. Einmal hin. Setz dich mal. Die Patientin Pia Lund wurde zu uns auf die Urologie von der Notaufnahme geschickt, wegen Verdacht auf Harnwegsinfekt und starken Unterleibsschmerzen. Und seit wann haben Sie diese Schmerzen? Die hat das schon seit ein paar Wochen, ist aber auch sehr unregelmäßig bei ihr. Ja. Mal sind sie 2 Tage da, mal 4 Tage und dann mal wieder ein paar Tage gar nicht. Also. Okay. Haben Sie Ihre Periode gerade? Nein. Okay. Besteht die Möglichkeit, dass Sie schwanger sind? Nein. Okay. Sie nimmt auch die Pille. Ja. Okay. Haben Sie Allergien? Nein, keine Allergien. Okay. Stuhl? Also ich muss jetzt ein paar Fragen abdecken, damit ich das eingrenzen kann, was es wirklich sein kann. Haben Sie regelmäßig Stuhlgang? Ja, alles normal. Alles normal, okay. Ja, normal ist ein flexibler Begriff. Ich würde mir auf jeden Fall Ihren Abdomen anschauen. Dazu müssten Sie sich ein bisschen niedrig hinlegen. Mein erster Eindruck der Patientin war, dass sie stark krampft und wirklich Schmerzen hatte. Sie stand der Einnahme von Schmerzmitteln skeptisch gegenüber. Zu dem Zeitpunkt konnte noch niemand wissen, dass sich der Fall noch in eine sehr dramatische Richtung neigen wird. Wie sieht es aus bei Ihrem Urin? Können Sie gut Pipi machen? Also ich habe immer das Gefühl, ich muss richtig heftig auf einmal, ohne Ankündigung quasi, so fühlt sich das an, aber es sind halt enorme Schmerzen beim Pinkeln. Aber Sie können Wasser lassen. Was wurde denn in der Notaufnahme schon gemacht? Gar nichts. Ich würde jetzt auch Blut abnehmen, Zugang legen. Dann können wir ihr vielleicht ein bisschen was Entkrampfendes spritzen. Ich wollte sowieso ein Also gegen die Schmerzen brauche ich wirklich nichts. Okay, aber es sind ja 2 Sachen. Einmal Schmerzen und der Krampf. Für starke Unterleibsschmerzen kann es viele Ursachen geben. Die Ultraschalluntersuchung des Bauchraums liefert einen ersten Anhaltspunkt. Die Blase ist prall gefüllt. Wann waren Sie das letzte Mal auf Toilette? Bevor wir hierher gekommen sind. Okay. Ja, da kam wahrscheinlich nicht sehr viel raus. Wann hatten Sie das letzte Mal Ihre Regelblutung? Vor 2 Wochen. In der Anamnese habe ich versucht herauszufinden, wo der Ursprung der Schmerzen liegen könnten. Die Patientin konnte mir da nicht viel weiterhelfen. Deshalb habe ich auch eine Blutkontrolle, ein Labor des Blutes angeordnet und habe mir dadurch Informationen erhofft. Denn der Arzt befürchtet, dass die 36-Jährige ihren Zustand beschönigt. Während er die Gefahren ihrem Freund erläutert, verschlechtert sich der Zustand der Kosmetikerin blitzartig. Ist auch gerade auf der Toilette so ein bisschen wieder zusammengesackt. Nicht wirklich kollabiert, aber und wie gesagt. Ja, gehen wir am besten direkt wieder ins Behandlungszimmer. Richtig blutig. Aber vielleicht kann die Tina das mal schnell ins Labor bringen. Tina, kannst du einmal noch das Notfall? Ein Zusammenbruch deutet darauf hin, dass der Allgemeinzustand enorm geschwächt ist und dass die Patientin möglicherweise sehr viel Blut verliert. Deshalb wollte ich mir mal ein Bild darüber machen, wie viel Blut sie wirklich verliert und wo das auch herkommt. Möglicherweise gibt es eine Blutung in ihrer Niere. Und wenn das so ist, oder eine Blutung in ihrer Blase, und wenn das so ist, müssen wir direkt handeln. Okay? Gibt es irgendetwas, was sie uns bis jetzt verschwiegen haben? Also gibt es irgendwelche Probleme, die sie haben? Sonst werde ich einmal bei ihnen eine Untersuchung machen, eine urologische Untersuchung, dass ich mir jetzt mit ganz einfachen Mitteln ihre... Nein. Irgendwas muss doch sein. Das kommt ja nicht von ungefähr. Okay. Also Frau Lund, Sie haben einen ganz vehementen HB-Abfall, also einen Hämoglobin-Abfall und Erythrozyten. Das heißt, dass Sie Ihre Blutwerte sind sehr instabil. Das heißt, dass Sie in den letzten Tagen sehr viel Blut verloren haben. Hatten Sie in den letzten Tagen Blut im Urin? Habe ich ehrlich gesagt, ja, ein bisschen. Bisschen, ja. Aber nicht so viel wie jetzt, oder? Ich habe da nicht so drauf geachtet. Okay. Also ich hatte zwar enorme Schmerzen, aber ich... Warum hast du das denn nicht eher gesagt? Hätte ich dich sofort zum Arzt gebracht. Ja, also... Es geht kurz danach ja wieder. Ja, aber Blut im Urin ist auf jeden Fall ein schwerwiegender Indikator, dass man zum Arzt gehen sollte. Und dann, jetzt sind wir hier, und ich würde Sie gerne einmal untersuchen.
Sind Sie damit einverstanden? Was wollen Sie genau untersuchen? Ich würde versuchen, mir Ihre Harnröhre. Wissen Sie, wie der Urogenitaltrakt aufgebaut ist? Also, Sie haben die Öffnung, wo der Urin rauskommt, dann die Harnröhre, dahinter kommt die Blase, dann zwei Harnleiter in Ihre beiden Nieren. Und was ich nun versuche darzustellen, ist, wo die Blutung herkommt. Und da versuche ich, durch die Öffnung, wo das Urin rauskommt, mit einem kleinen Endoskop in die Harnröhre zu schauen und schauen, ob da Blutungen zu vermuten sind. Ansonsten müssen wir ein gynäkologisches Konsil... machen Sie das ruhig. Soll ich das mir einmal angucken? Wir machen auch eine Decke drüber. Genau. Dann werde ich mich einmal die Arme desinfizieren und mir Handschuhe anziehen. Es wird unangenehm. Ich werde vorher mit ein wenig Lidocain-Spray den Eingang betäuben, dass es nicht ganz so unangenehm wird. Aber Sie werden auf jeden Fall etwas spüren, Frau Lund, ja? Das sage ich direkt. Okay. Wenn es gar nicht mehr... Sie zittern ganz stark. Läuft die Infusion? Ja, die läuft. Ist alles gut. Wenn es gar nicht mehr geht, bitte direkt unterbrechen, ja? Frau Lund, es müsste... Spüren Sie das? Ja. Ein bisschen, ne? Es müsste gleich betäubt sein. Blutung wird gut. 130:80. Die Infusion läuft? Ja. Ich werde jetzt einmal versuchen, Ihren Harnröhre darzustellen. Okay. Versuchen Sie mal ganz ruhig zu atmen. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Drücken Sie einmal ganz fest die Hand Ihres Freundes. Ganz ruhig atmen. Naja, wir sind schon... Meinen Sie nicht, dass es besser ist, wir geben mir doch mal was gegen Schmerzen? Wir sind schon durch, Frau Lund. Ja? Also ich konnte... Das Schlimmste haben Sie jetzt überstanden. Frau Lund. Hi. Ja? Gib sie mir mal bitte. Ja, okay. Danke, ich zeig sie dir. Ja, das ist halt genau das Gleiche, was ich gedacht habe. Wir haben einen Urinstix gehalten. Sie haben Blut im Urin und Sie haben auch einen großen HB-Abfall. Das gepaart durch, was ich gerade sehen konnte. Ich habe versucht, Ihre Harnröhre darzustellen und da war auch Blut drin. Was ich jetzt veranlassen muss, ist ganz wichtig. Wir müssen eine intraoperative Zystoskopie machen, also eine Darstellung Ihrer Blase, um herauszufinden, ob die Blutung in der Harnröhre ist oder in der Blase. Die Harnblasenspiegelung wird zeitgleich mit einer gynäkologischen Untersuchung unter Vollnarkose erfolgen, um die Frau vor starken Schmerzen zu schützen und um bei Komplikationen direkt eingreifen zu können. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Werden Sie alles von mir gleich und sehen? Also welche Strukturen wir darstellen werden, ist jetzt die Frage. Wir werden auch gemeinsam mit dem Gynäkologen arbeiten. Das heißt, wir werden sehr viel sehen, aber ich verstehe die Frage auch nicht ganz, werden wir alles sehen. Also wir werden das sehen, was nötig ist. Ja? Okay. Ist alles okay bei Ihnen? Sind Sie sehr aufgeregt wahrscheinlich, nicht wahr? Ja. Okay. Also das wird alles keine gut. Angst. Okay. Johanna? Können wir starten? Also wir sind bereit, oder? Ja. Sehr gut. Denken Sie an was Schönes jetzt, ne? Ja. Und ich gehe mich schon mal waschen dann. Perfekt. Während des Eingriffs machen die erfahrenen Ärzte eine unerwartete Entdeckung. Ihre Patientin trägt im wahrsten Sinne des Wortes ein Geheimnis in sich. Ein Geheimnis, das die Beziehung der 36-Jährigen auf eine harte Probe stellen könnte. Die Operation ist regelrecht und gut verlaufen. Das heißt, wir konnten die Blutung, die in ihrer Blase situiert war, stoppen durch ein ganz einfaches Clipping-Verfahren. Wir haben auch einen Spülkatheter eingelegt. Den werde ich mir gleich anschauen. Aber soweit ich das vorausschauen kann, werden wir da keine Komplikationen mehr haben. Und es sollten auch keine Schmerzen mehr da sein. Okay. Und das ist ein großer Erfolg, der aber auch absehbar war. Gut, dass Sie hier sind. Zweitens möchte ich anmerken, das schließt für mich natürlich das Bild, warum Sie sich vorher relativ vehement geweigert haben, einen Schwangerschaftstest zu machen und aber auch die gynäkologische Untersuchung. Ihr Gebärmutterhals ist verhärtet und da gibt es eine kleine Geschwulst. Gibt es da irgendetwas? Was ist da los, Schatz? Hallo. Was? Da. Ich hatte vor 10 Jahren
eine Operation schon mal, weil ich Gebärmutterhalskrebs hatte. Gebärmutterhalskrebs wird typischerweise bestrahlt. Das Problem ist, dass bei dieser Bestrahlung umliegende Organe und Gewebe nicht unbedingt geschont werden können. Hier wird sehr oft auch die Harnblase in Mitleidenschaft gezogen. 10 bis 15 Jahre nach dieser Bestrahlung kann es passieren, dass es eine Überreaktivität der Harnblase auftreten kann und dies wirklich zu Problemen führen kann. Das ist der Grund, warum ich keine Kinder mehr kriegen kann. Und warum hast du mir das dann nicht eher erzählt? Ich hatte so panische Angst, dir zu sagen, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann. Ich hatte so Angst, dass du mich verletzt. Schatz, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Bleib doch bei dir. Um Kinder kann man sich noch später Gedanken machen. Aber keine Kinder, das ist so. Keiner, da geht so viel kaputt. Ich bleib doch bei dir, mein Gott. Bin doch für dich da. Ich hatte einfach so Angst, mit dir darüber zu reden. Ich wurde in der Vergangenheit schon verlassen deswegen. Und ich wollte Ihnen auch nichts sagen deswegen. Es tut mir natürlich wirklich leid, dass Sie dieses persönliche Schicksal erlitten haben deshalb. Aber so wie ich auch Herrn Roth wahrnehme, glaube ich, dass Sie beiden da wirklich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung zu treffen haben. Aber ich glaube, dass, so wie ich Sie wahrnehme, also ich glaube, dass alles gut wird. Bereits 3 Tage später haben sich die Blutwerte normalisiert und die Blasenprobleme sind verschwunden. Kaum zurück zu Hause haben die Patientin und ihr langjähriger Freund beschlossen, ein Kind zu adoptieren. Vorher möchte das Paar auch noch heiraten.